Janine Breuer-Kolo. Guten Abend zu Ihrer Lokalzeit am Dienstag. Wir waren heute an einem sehr hohen, luftigen Arbeitsplatz schon wieder mit toller Aussicht in der Gemeinde Nachrott-Wibling-Werde südlich von Iserlohn. Per Helikopter wurde da eine neue provisorische Höchstspannungsleitung angebracht, die in ein paar Jahren mehr als 100 Kilometer durch die Region führen soll. Wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung läuft seit heute der Prozess gegen einen Mann aus Olpe vor dem Siegener Landgericht. Der Angeklagte soll im vergangenen Herbst in einer Obdachlosenunterkunft in Olpe auf einen Mitbewohner dreimal eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Der Angeklagte gab die Tat bei seinen Vernehmungen zu. Das Opfer habe ihn über Wochen geärgert. Jetzt sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Viele werden sich an die heftigen Bilder erinnern. Im Mai vergangenen Jahres hatte ein Tornado Lippstadt in weiten Teilen verwüstet und auch beim Lippstädter Wassersportclub großen Schaden angerichtet. Der hat jetzt 100.000 Euro an Spenden bekommen. Wir sind gespannt, was in Siegen passiert mit der Karstadt-Filiale. Ebo Tücken, Dankeschön. Sehr gerne. Und jetzt gibt es eine Extrawurst, da ist in Sachen Ertrag und Marketing, glaube ich, einiges richtig gelaufen. Ein Hidden Champion aus der Region, der den Currywurstmarkt aufmischt. Sonst denken wir bei Hidden Champions ja eher an die Maschinenbauer, an Autozulieferer, vielleicht noch an Schraubenproduzenten in der Region. Aber diese Wurstmacher aus Schalksmühle gehören definitiv schon zu den Großen. Sie stehen mit ihren Buden auf etwa 30 Baumarktparkplätzen in Südwestfalen. Und übrigens für Vegetarier und Veganer ist auch noch was dabei. Wir haben heute schon einen besonderen Tipp für Karfreitag. An diesem stillen Feiertag gedenken Christen der Leiden Jesu Christi bei seiner Kreuzigung und auf dem Weg dorthin. Und daran erinnern auch die vielen Kreuzwege in Südwestfalen, meist an Steigungen mit kleinen Bildnissen und Gedenkstätten entlang des Wegs. Für den Kreuzweg in Bestwig haben sich die Schützen aus der Bruderschaft St. Andreas für Karfreitag was Besonderes einfallen lassen. Und wir finden, musste hin. Und tagsüber bunt ist es jetzt schon in Niederdielfen. Da gibt es schon den Osterrekord. Mehr bunte Ostereier als an einem Baum als bei Elisabeth Muttke aus Windsdorf Niederdielfen gibt es vermutlich kaum in Südwestfalen. Ansonsten bitte her mit Ihren Beweisfotos. Dieser Eierbaum, der hat schon Kultstatus. Seit 20 Jahren behängt die 84-Jährige ihre Sternmagnolie in diesem Jahr mit 800 Eiern, hat sie selber aufgehängt. Und viele Menschen aus der Region, die kommen jetzt schon zum Gucken und Bestaunen nach Niederdielfen. Sieht auch wirklich toll aus. Und jetzt kommen wir zu meinem Frisuren-Highlight des Tages, Mama Alpaka. Hoffentlich vererbt sich die Frise noch. Wir sind zu Besuch im Alpaka-Kindergarten im Tierpark Hamm und der wächst immer weiter. Mittlerweile tummeln sich schon drei kleine Flauschis-Nachwuchs im Außengehege, ganz nah an den Besuchern. Und die kleinen Tiere finden vor allem auch die kleinen Menschen richtig toll. Guckt auch ganz plüschig. So, die Alpakas wachsen und gedeihen im Tierpark und in den Beeten ist auch schon eine ganze Menge los. Wer im Sommer selber ernten möchte, pflanzt am besten jetzt an. Und Hochbeete werden immer beliebter. Die brauchen nicht so viel Platz, es reift alles schneller. Schnecken und Getier kriechen da oben nicht so rum. Und es ist auch noch besser für den Rücken. Unser Lokalzeitgärtner hat beim Projekt Gulai Kids vom Deutschen Kinderschutzbund mitgeholfen, ein marodes Hochbett wieder fit zu machen. Super. Und ich hatte jetzt 4 Minuten Zeit, Hochbeet zu sagen und nicht Hochbett. Dafür kommt nicht der Gärtner. Das hier würde wahrscheinlich den Gewächsen in Hochbeeten und am Boden erst recht nicht gefallen. Wir fanden es aber super schön. Eisgebilde nach einer frostigen Nacht in Wittgenstein. Sehr, sehr schönes Foto von Wilhelm Wunderlich. Dankeschön. In der Nacht löst am Dienstag voraussichtlich noch mal Tiefausläufer, der ein bisschen Regen mitbringt. Das war's aus Südwestfalen für heute. Nach der Tagesschau gibt's einen Tatort. Viel Spaß beim Mitermitteln. Schönen Abend.